Wenn ich gestresst nach Hause komm, entspricht Musik meinem Pausengong. Es wird gereimt, geschrien, genickt, aufgenommen, yeah. Dann taugt das schon und anschließend ab ins Netz, denn schließlich wollt ihr auch was von. Doch wenn ich gestresst nach Hause komm und selber schreiben ist mir zu viel, dreht sich auf jeden Fall auf dem technischsten Scheibe aus Vinyl und deren Klänge fahren Berg und Tal. Karussell in meinem Wohnzimmer, anderes steht nicht mehr zur Wahl. Der Gestresstheitsgrad nimmt ab, ich fühl die Musik in Echtzeit, Tag und Nacht. Bin müde, aber das Wummern des Basses hält mich noch stundenlang wach. Das Zeitgefühl verliert sich mit den Sekunden im Takt. Mein Körper bewegt sich im Rhythmus. Das ist nicht der Moment für den Tschüss-Kuss. Ich dreh den Regler langsam von leise auf laut. Meine Damen und Herren, es ist Zeit für Sound. Aus Schallwellen, die mich hin und her werfen, ich mit Sinn entleerten Versen versuchen, auch noch das letzte Schiff zum Kentern zu bringen. Denn es brennt ohnehin und ich gelange tiefer, schwimme, tauche, atme ein in die Haut durch Mark und Bein, klingt der Sound der Part der Reim und ich brauch nicht hart zu sein. Ich tu doch auch nicht so, als wär ich Straße oder sauf im Park allein. Wenn ich scheiße gelaunt, ja, dann treib ich im Sound. Meistens klappt es auch eben mal meines Up and Down. Genau, es geht auf und ab, doch jetzt vernehme ich den Paukenschlag. Schreibe und rappe hier tausend Parts, fresse die Texte mit Haut und Haar. Halte mich fest, ich raste aus, produziere nicht, was die Masse braucht. Junge und Mädel, pass mal auf, hör zu, das ist Sound. Time to lay down some serious sound. Time to lay down some serious sound. Time to lay down some serious sound. Time to lay down, time to lay down, time to lay down some serious sound.